Bundesliga der Sonntag. Wolfsburg gegen Hamburg. Der HSV setzt voll auf Angriff, denn die Hanseaten wollen unbedingt einen UEFA-Cup-Platz. Und Hannover gegen Nürnberg. Torphantom Mintal soll's richten. 3 Punkte gegen die Niedersachsen und der Club kommt dem Klassenerhalt ein gutes Stück näher. Bundesliga der Sonntag. Heute 19 Uhr im DSF. Das wird spannend. Die Bundesliga am Sonntag. Präsentiert von den Wünsch-dir-was-Tarifen von T-Com. Tschechien, Deutschland, Schweden, Russland, Kanada, Finnland, USA. Die Eishockey-WM der Superstars. Weiter geht's mit Deutschland gegen Kasachstan. Heute 20.10 Uhr live im DSF. Die Eishockey-WM wird Ihnen präsentiert von Bet & Win, die Sportwette im Internet. DSF, mittendrin statt nur dabei. Jetzt geht's weiter mit Bundesliga pur und Erdinger Weißbier, das Weißbier der Fußballfans. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Schaaf wurde 44 Jahre alt. Er hat seine Geburtstage sicherlich schon in harmonischeren Zeiten gefeiert. Nur 2 Siege aus den letzten 9 Pflichtspielen. Aber trotzdem hat Bremen noch die Chance auf einen Champions-League-Platz. Grundvoraussetzung, ein Sieg über Bielefeld. Und bei denen stellte sich nach Verletzungspause Patrick Obomoyela an seiner zukünftigen Wirkungsstätte vor, dem fast ausverkauften Weserstadion. Die Fans trotz des Negativlaufs bei ihrer Mannschaft. Und der Gastgeber, er bestimmte von Beginn die Partie. Ismael mit dem ersten Annäherungsversuch nach 9 Minuten. Der SV Werder vor allem bei den Standards sehr gefährlich. Viertelstunde gespielt. Ecke getreten, nicht von Miku, sondern von Daniel Jensen. Hein vor die Füße von Borowski an den Pfosten. Glück für die Arminia. Die Bielefelder in der Hinserie sehr, sehr auswärtsstark im Jahr 2005. Ohne jeden Sieg in der Fremde. Und auch in Bremen war der Gastgeber die klar spielbestimmende Mannschaft. Werder hat ja in dieser Saison Probleme mit dem 1:0. Aber wann, ja wann hat ein Schiedsrichter schon mal seine Elfmeterentscheidung zurückgenommen? Der Bielefelder Keeper, wie sich sein Stürmer dort verhalten hatte und Bremen durch diese Situation verunsichert. Bielefeld mit der Ecke, Fehler von Reinke und Boris. Jensen klärt auf der Linie. Das einzige Mal, dass die Arminia in den ersten 35 Minuten vor Bremens Gehäuse auftauchte. Und schon wurde es gefährlich. Gefährlich, die Ecken auch von Bremen. Hein vor die Füße von Borowski, hatten wir doch schon mal. Und Magnin macht ihn rein. Kurz vor der Pause doch noch das 1:0 für Werder. Vielleicht sein letztes Tor in Grün-Weiß. Ludwig Magnin wird zum Sommer die Bremer Richtung Stuttgart verlassen. Nicht gut gemacht von Matthias Hein. Borowski trifft ihn nicht richtig. Und das ist das Glück des Ludwig Magnin. Dieses 1:0 auch der verdiente Pausenstand. Bielefeld wirkte insgesamt etwas lustlos. Wer hätte schon gedacht, dass sie nach 30 Spieltagen ohne jede Abstiegssorgen sind. Für sie ging's um fast nichts mehr. Und das merkte man auch nach dem Seitenwechsel. Bremen deutlich überlegen. Miku auf Klasnic. Gut gemacht von Ivan Klasnic. So will's Thomas Schaaf sehen. Höchstgeschwindigkeitsfußball, alles nur mit einem Ballkontakt. Aber das klappte in dieser Saison zu selten. Bremen mit 10 Niederlagen, auch wenn es oft unglücklich lief. Denn 7-mal allein verlor Bremen mit 1:2 und war nicht die schlechtere Mannschaft. 53 Minuten gespielt. Miku, ein Blick, eine Flanke, das ist Klasnic. Hier kommt Borowski, schöner geht's nicht. 53. Minute, 2:0, die Entscheidung. Tim Borowski, einer der ganz wenigen Bremer, der in dieser Saison besser spielt als im Vorjahr. Und endlich, endlich mal wieder Joe Miku als Initiator. Wunderschön die Flanke, fast noch besser diese wohltemperierte Ablage von Ivan Klasnic. Dieses Tor
besticht aber nicht nur durch Eleganz, sondern auch durch diesen Ausgangspunkt. Kämpferisch, Miroslav Klose, sein Einsatz, machte dieses 2:0 erst möglich. Danach spielte Bremen richtig befreit auf. Und die Bielefelder, sie steckten auf. 56. Minute, Manja auf Ismael. Ans Aluminium zum 16. Mal schon in der Saison verhindert das Metall einen Bremer Treffer. Zum 12. Mal traten die Bielefelder im Weserstadion an. Einen einzigen Punkt bisher aus 12 Partien gab es für die Arminia. Uwe Rapolders Team eindeutig unterlegen. Noch 20 Minuten. Ecke, Jensen, Klose, wieder einer. Völlig frei. Die Zuordnung in der Bielefelder Abwehr einfach mangelhaft. Es wirkte fast so, als ob die mit dieser Spielzeit schon abgeschlossen hätten. Viele werden den Verein ja verlassen. Noch 12 Minuten. Ernst auf Klasnic. Die Arminia-Defensive weit aufgerückt. Zu weit aufgerückt. Miroslav Klose. Saisontreffer 15 schon für Miroslav Klose. Also an ihm liegt's ganz bestimmt nicht. Der spielt eine klasse Saison. Vorarbeit erneut von Ivan Klasnic. Ja, die Bremer haben genauso viele Tore erzielt wie der FC Bayern München und hängen 15 Punkte hinter dem Spitzenreiter. Die Partie mit diesem 3:0 natürlich entschieden. Und Joe Miku, der hatte tatsächlich immer noch Lust. Feines Päschen auf den eingewechselten Mohamed Zidane. Der Ägypter, Zidane, extrem dribbelstark, aber Pech für ihn, rutschte genau im Moment des Schusses weg. Das war's. Bremen siegt locker 3:0 und überzeugt endlich mal wieder in einem Heimspiel. Thomas Schaaf dann also doch noch zufrieden und sie können noch hoffen auf die Champions League Qualifikation. Hansa Rostock, das bessere Team, brachte die Hertha immer wieder in Bedrängnis. Da ist die Salvo, die Salvo! Oh, da fehlt ein Millimeter. Freistoß Bochum, Isimovic, Edu! Klasse Tat von Christian Wettklo. Neururer kann's nicht fassen. Gleich geht's weiter mit Bundesliga pur und Friedestein, Reifen mit Design. DSF, mittendrin statt nur dabei. Jetzt geht's weiter mit Bundesliga pur und Erdinger Weißbier, das Weißbier der Fußballfans. Die gesamte Fußball-Bundesliga beneidet Hertha BSC Berlin um diesen Mann, Marcelinho. 17 Tore, 14 Vorlagen. Aber es ist nicht nur Marcelinho. Überragend das Berliner Mittelfeld. Marcelinho, Baschdürk, Marx und Gilberto haben zusammen 32 Tore geschossen. Mehr als ganz Hansa Rostock zusammen. Aber das Team von Jörg Berger, Hansa Rostock, ist seit Ende November zu Hause ungeschlagen. Im ausverkauften Ostseestadion war der FC Hansa zu Beginn das deutlich bessere, engagiertere, mutigere Team. Einwurf Maul und dann landet die Kopfballabwehr von Simonic auf dem Fuß von Lanz. Nach 2 Minuten zwingt der Schwede Hertha-Keeper Christian Fiedler zu einer unorthodoxen Parade. 19 Minuten rum, nichts zu sehen vom Champions-League-Anwärter Hertha BSC Berlin. Nur Hansa Rostock über Littmann. Der frühere Berliner Michael Hartmann, der findet Antonio Di Salvo, Di Salvo. Also diese Chancen müsste Hansa schon nutzen, will es ernsthaft noch um den Klassenverbleib mitspielen. Riesenmöglichkeit, Di Salvo dreht sich super rum, um Dick van Buurik, dann fehlen die entscheidenden Zentimeter. Was war ein Beleg dafür? Hansa Rostock, eindeutig das bessere Team mit gutem Kombinationsfußball, viel Tempo von Hertha BSC Berlin. In dieser Phase nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Torschussverhältnis zu dieser Zeit 4:0 für die Weißen, also für Hansa. Und die machten weiter über René Riedlewitz. Der legt den Ball auf den stärkeren rechten Fuß. Und erneut muss der Berliner Schlussmann Fiedler mit einer ganz, ganz starken Parade das 0:1 aus Berliner Sicht verhindern. Schauen Sie mal, der war schwer zu halten, spät zu sehen und dann kratzt er ihn soeben noch aus dem Tor.
Die zweitbeste Abwehr der Fußball-Bundesliga, die von Hertha BSC, geriet nun mehr und mehr ins Schwimmen. War sich hinten auch nicht einig. Es läuft über Jari, Littmanen und wieder hat Hertha BSC viel, viel Glück. Denn Arne Friedrich unterläuft hier fast ein Eigentor. Vor den Augen des gesperrten Niko Kovac und dem ehemaligen FIFA-Referee Bernd Heinemann. Es dauerte bis zur 42. Minute, bis Hertha BSC Berlin erstmals mit einer Torchance aufwarten konnte. Gilberto auf Malik Fatih und dann Nando Raphael. Und das war durchaus knapper, als es hier zunächst den Anschein hatte. Raphael verfehlt nur ganz knapp Saisontor Nummer 7. Die Schlussphase der ersten Hälfte weiterhin dominant. Ganz klar Hansa Rostock. Vielleicht die beste Saisonleistung der Hanseaten. Littmanen auf den jungen Tim Sebastian. Hochverdient, super verdient, mega verdient die 1:0-Führung in der 45. Minute durch Tim Sebastian. Den kennen Sie nicht? Wahrscheinlich nicht. 21 Jahre jung, defensives Mittelfeld, macht erst sein 5. Bundesligaspiel und trumpft hier auf mit seinem ersten Bundesligatreffer. Und da sieht Christian Friedler zum ersten Mal nicht gut aus. Der Ball schien haltbar und rutscht dem Hertha-Schlussmann durch die Arme. Sei es wie es sei. Hochverdiente 1:0-Führung. Endlich war Rostock wieder drin in diesem Abstiegsrennen. Hoffnung zur Pause, ganz im Gegensatz zu Hertha BSC Berlin. Da muss mehr kommen, sagt auch Manager Dieter Hoeneß. Ihr müsst mehr dagegenhalten, die Zweikämpfe annehmen. Wechsel gab es zu dieser Zeit noch nicht, weder bei den Berlinern noch beim FC Halle. Der zweite Durchgang. Hertha war gefragt, die Champions League zu erreichen, geht nur über Siege. Schuss von Tom Marx, der ansonsten eher enttäuschend spielte. Kein Problem für Matthias Schumann. Nun kam die Hertha langsam ins Rollen. Schon eine gute Stunde vorbei. Wieder Marx auf Nando Raphael. Bislang beste Torgelegenheit für die Berliner Hertha, die zuletzt vor 7,5 Jahren gegen Hansa Rostock verloren. In dieser Phase wurde die Partie immer hitziger, giftiger, aggressiver. Am Schluss gab es 7 gelbe Karten in diesem Bundesligaspiel. Die 70. Minute, Rostock hatte sich vollends zurückgezogen. Dann umfand ein Konter über Littmanen auf Michael Hartmann, den früheren Berliner. Michael Hartmann, der bedient Littmanen. Eine nicht ganz alltägliche Geschichte. Der 35-jährige Finne Jari Littmanen, mal Champions-League-Sieger gewesen, macht sein erstes Bundesliga-Tor. Und ausgerechnet auf Vorarbeit des früheren Berliners Michael Hartmann. 10,5 Jahre hat Hartmann bei der Hertha gespielt. Ist weggejagt worden, letzten Winter, jetzt in Rostock. Und er bereitet dieses 2:0 mustergültig vor. War diese Partie gelaufen? Fragezeichen. Noch 16 Minuten. Yildiray, Baştürk. 2:1, die Hertha war zurück in dieser Partie. 7. Saisontor von Yildiray Baştürk, einen der wenigen Berliner, der Normalform gezeigt hatte an dem Samstagnachmittag. Wunderbar, wie er Persson und auch Tim Sebastian hier stehen lässt. Und dann platziert Baştürk den Ball genau dahin, wo er hin muss. Einige Kapriolen nach diesem Anschlusstreffer, die schauen wir uns auch noch an. Der herrliche Treffer des türkischen Nationalspielers. Und jetzt schauen Sie mal auf Marcelinho. Der will sich beeilen, den Ball zum Mittelpunkt tragen. Da kommt Schober und hindert den Brasilianer daran. Das ist absolut unfair. Dann kommt Nando Raphael, bereinigt die Situation etwas robust. Kurioserweise erhielten die gelbe Karte nur Marcelinho und Schob. Kurz darauf, Berliner drängten jetzt, wollten längst Versäumtes doch noch gut machen. Baştürk! 85. Minute, Schober rettet diese Situation und damit auch den möglicherweise 4. Heimsieg in Folge für Hansa Rostock. Noch wenige Sekunden, wenige Momente zu spielen. 91. Minute, nochmal Eckstoß durch den eingewechselten Zecke Neuendorf. Rostocker pfiffen die Zuschauer, wollten den Abpfiff. Und da kommt nochmal Paul Dardai. Das war sie. Letzte Möglichkeit der hochgewetteten Berliner. Große Enttäuschung bei Manager Dieter Hoeneß, der unbedingt in die Champions League will. Und er zittert. Frankfurt hat das schon mal gerettet. Vor 6 Jahren mit 4 Siegen in Folge. Und dann war auch dieser Sieg unter Dach und Fach. Fast sensationell schlägt Hansa Rostock die Berliner Hertha mit 2:1 und vor allen Dingen hoch verdient. Hansa kann sich vielleicht ja noch retten. Ein Wunder ist noch möglich und Hertha enttäuschte auf der ganzen Linie.
volle Unterstützung bei vollem Haus in Bochum. Zum fünften Mal über 30.000 im Ruhrstadion beim vorletzten Heimspiel der Saison. Was war das hier? Ein Theater in den letzten Wochen. Neururer Befürworter gegen Neururer Gegner. Alles Geschichte. Diesmal sind sie alle Bochum und ein bisschen Mainz. Etwa 4.005er waren auch mit dabei. Er saß draußen, Dimo Wache. Härtetest vor Anpfiff nicht bestanden. Christian Wettklo wieder zwischen den Pfosten. Mainz in den roten Trikots von Beginn an. Wach, Bochum nicht. Das ist das Silber. Turk, Auer marschiert, Auer trifft. 0:1, sechste Minute. Benjamin Auer mit seinem fünften Saisontreffer beim Zuspiel von Turk. Nicht im Abseits. Michael Beck stand da nicht optimal. Dann war Knaus zu weit weg. Und Van der im Tor, der den gesperrten Van Neuenhofen vertrat, ohne Chance. Erst ein Bundesliga-Auswärtssieg in der Vereinsgeschichte für das Team von Jürgen Klopp. Nummer 2 wäre unglaublich wichtig. Bochum fing sich, blieb allerdings hinten anfällig. Das Duell Michael Beck gegen Auer. Martin Michael Beck nicht auf der Höhe zu Beginn der Partie. Hier drückt er, hier stößt er. Es ist schon für weniger Elfmeter gepfiffen worden. Der unparteiische Lutz Michael Fröhlich ließ weiterlaufen. 18. Minute, Edu und Wettklo musste zum ersten Mal ran. Edu mit der Kopfballverlängerung und dann fantastisch gehalten von Christian Wettklo in seinem vierten Bundesligaspiel. Wir gucken auf Peter Neururer, das ist es nicht. Zum 17. Mal Aluminium. Bochum in dieser Saison nicht vom Glück verfolgt. Aber die Moral, sie ist intakt und die Chancen waren da. 23. Marcel Maltritz. Bochum erzielt ja überproportional viele Tore nach ruhenden Bällen. Der VfL war die bessere Mannschaft, aber sie stellen eben auch die zweitschwächste Abwehr der Liga. So kam Mainz immer wieder zu Chancen, wie hier durch Auer. Die gleiche Minute, die 26. war es. Kolding, Misimovic, Preuß, Lokwens, wie im Training, wunderbar rausgespielt, 1:1. Zum 9. Mal trifft Vratislav Lokwens, neuer persönlicher Saisonrekord. Auch diesmal war es abseits verdächtig, auch diesmal war es gleiche Höhe. Beim Anspiel von Misimovic auf Preuß und Lokwens macht das dann eisekalt. Nichts zu halten für Christian Wettklo. Im vierten Bundesligaspiel sein zweiter Gegentreffer. Die 35. Bochum weiterhin die bessere Mannschaft, aber sie vergaben eben auch gute Chancen, wie hier Misimovic. Einseits nach 45 Minuten. Es war ein Krimi. Anspannung und Dramatik kaum zu überbieten, aber es war zu wenig für den VfL. Zweite Hälfte, Beckmann kam für Preuß. Bochum ging mehr Risiko und hatte die erste Chance. 59. Minute, da Silva guckt, ob sein Torhüter schon da ist. Und er war da. Er hielt fehlerfrei. Die 60. Da Silva hat Zeit, hat Platz, wird nicht angegriffen. Turk, keiner bei ihm. Drin, 1:2. Michael Turk, der Aufstiegsheld aus der vergangenen Saison, wird womöglich in dieser Runde zum Nicht-Abstiegsheld. Er stand nicht im Abseits. Das Silber wird nicht angegriffen und Turk köpft ihn dahin, wo er herkommt. Nichts zu halten für Van der. Die Abwehr indiskutabel. Und jetzt ging es wie aus einem Guss. Bochum rannte an und Mainz konterte. Das Silber diesmal auf Gerber. Der trifft den Ball nicht mal optimal, aber er trifft trotzdem das Tor. Das 1:3, 65. Minute. Fabian Gerber, siebter Saisontreffer. Er ist der Mainzer Top-Torjäger. Wiederum nur 3 Minuten später. Das Silva beim Freistoß. Was macht er denn? Er macht ihn direkt. Keiner rechnete damit. Auch nicht Christian Van der. 1:4. Innerhalb von 8 Minuten. 3 Tore, Bochum war endgültig geschlagen. Blankes Entsetzen auf der Tribüne.
Die ersten Zuschauer verließen 22 Minuten vor Schluss das Stadion. Keiner glaubte mehr dran. Und in der Tat, Bochum wurde überrollt. Weigelt, eine kleine Flanke, ein kleines Tor. 1:5, sein erster Bundesliga-Treffer. Und der ging zum Großteil auch auf Christian van der. Und es war immer noch nicht Schluss. Und es ging immer noch weiter. Bochum wieder weit aufgerückt. Wollte sich gegen die Niederlage stemmen und wurde gnadenlos bestraft. Connor Casey. 15 Spiele lang nicht getroffen. In Bochum durfte auch er mal wieder. Kein Abseits. Van der war dran, aber an so einem Tag hält er den eben nicht fest. Neururer meinte, wenn wir das Spiel hier verlieren, ist eine Vorentscheidung im Abstiegskampf gefallen. 3 Minuten vor Schluss, dann noch ein bisschen Kosmetik. Tommy Bechmann hat getroffen, Tamás Bodog fälschte unhaltbar ab. 2:6 der Endstand. Und man braucht zu diesen Bochumer Gesichtern eigentlich gar nicht viel zu sagen, außer dass der 5. Abstieg aus der Fußball-Bundesliga so nah scheint wie noch nie in dieser Saison. Ganz anders die Stimmung beim FSV Mainz 05. Es spricht so gut wie alles für ein weiteres Erstligajahr in Mainz. So kommt es dann zwar nicht zum gemeinsamen Abstiegsumtrunk, den Jürgen Klopp und Peter Neururer vereinbart hatten, aber es gibt ein weiteres Jahr Karneval in der Fußball-Bundesliga. Fast schon obligatorisch, kennen wir aus der vergangenen Saison. Jürgen Klopp spricht zu den Fans, bedankt sich bei den Anhängern und die bedanken sich für ein tolles Fußballspiel. Mainz gewinnt in Bochum mit 6:2. Marek Heinz, Thomas Broich, wieder schlecht die Stuttgarter Abwehr, Hildebrand, klasse. Dranbleiben, nach nur einem Werbespot geht's weiter. Jetzt hat's jeder eilig. Obi feiert die weltweit 500. Neueröffnung mit 500 Jubiläumsangeboten. Zum Beispiel Rasentraktor CMI mit 12 PS und 91 cm Schnittbreite für nur 999,99 Euro. Je Obi, desto mehr. Obi. Genial. Ganz ehrlich, bekennt Horst Köppel, 3 Bundesliga-Clubs liegen mir am Herzen. Dortmund, Gladbach und eben der VfB. Klar, er ist ein waschechter Schwabe, begann seine Karriere in Stuttgart, aber seine Mission lautet Mönchengladbach retten. Die Borussia vor über 50.000 in Weiß wird ganz früh gebremst. 7. Minute, Oliver Neville, stinkend sauer. Und er hat recht, es war wohl kein Abseits beim Zuspiel von Nico van Kerkhoven. Spaß verordnete Horst Köppel seiner Mannschaft. Die gute Laune wird schon von ganz alleine kommen, wenn es denn was wird mit einem frühen Tor. Neville in die Arme von Hildebrand. Aber man wunderte sich im Borussenpark. Nichts, aber auch noch gar nichts zu sehen vom Tabellendritten. Es dauerte fast eine Viertelstunde, ehe die Roten mal so leise sagten, wir würden gerne mitspielen. Klepp. Da kommt Philipp Lahm, Beinschuss gegen van Kerkhoven, aber dann Thomas Broich. Eine sensationelle, wichtige und klasse Grätsche von Thomas Broich. Auch einer von denen, die mit Köppel neue Perspektiven wittern. Irgendwie alles merkwürdig, der VfB gehemmt, ängstlich wie eine Truppe vom Tabellenende. Nur zur Erinnerung, dort steht Borussia Mönchengladbach. Jene Gladbacher, die hier mit Tempo kommen. Zverkovs. Mutig vorbei an Bappel, Hildebrand, Neville, 1:0 Gladbach nach Toren, 4:0 nach Torschüssen. Was denn bitteschön hat der liebe, gute Onkel Horst mit dieser Truppe gemacht? Bappel sieht schlecht aus gegen Zverkovs, auch Hildebrand nicht unschuldig. Und ein bisschen muss er sich da verbiegen, der Oliver Neville beim 11. Saisontor.
Und Gladbach machte nicht wie in der Vergangenheit den Fehler, sich zurückzuziehen, abzuwarten. Das ging zu oft schief. Weiter Dampf gegen müde Stuttgarter. Jansen in der Mitte, Sverkosch. Es gab keinen Elfmeter. Und hier zeigt Markus Babbel seine Klasse. Er trifft den Ball, geht allerdings auf hohes Risiko. Die Entscheidung korrekt. Von draußen ohne Zeitlupe sieht das natürlich anders aus. Trotzdem Köppel zufrieden, bissig, hungrig, seine Borussia. Neville, Theis. Und da ist Sverkosch und der Treffer zählt. 2-0 Gladbach. Verdient, haushoch verdient. Und das war die eigentliche Überraschung im Borussenpark. Diese Gladbacher wie von einer dicken Last befreit, nicht wieder zu erkennen. Und der VfB, mit Verlaub, wie eine E-Jugend, da laufen sie auch alle nach dem Ball. Und deshalb die Lücke zwangsläufig in der Mitte. Hildebrand auch hier nicht gut. Die Taktiktafel braucht Sammer nicht, seine Mannschaft hat es eh nicht begriffen. Und nach 3 Minuten in der zweiten Halbzeit waren sie dann auch noch dämlich. Mehrer unzufrieden wirft den Ball Richtung Schiedsrichter Meier. Dafür gab es natürlich Gelb. Und dann das ironische Klatschen, das heißt 2 Unsportlichkeiten innerhalb von 3 Sekunden. Für so viel Blödheit fehlen einem die Worte. 4. Platzverweis für Fernando Mera. Das passte alles ins ohnehin schiefe VfB-Bild. Zur Erinnerung, deren Anspruch Champions League. Kluge. Die Gladbacher weiterhin überlegen. Für viele war das die beste Saisonleistung gestern im Borussenpark. Gegen allerdings auch biedere, gegen harmlose Schwaben. Die kamen aber dann immerhin mal zu einem Eckball. In der Mitte wartet ein verzweifelter Kevin Kurani. Und er macht das dann auch ganz nett mit der Hacke. Bekam keine vernünftigen Bälle, hing völlig in der Luft, Kevin Kurani. Auch weil die Kreativzentrale des VfB lahmte. Ein Alexander Chlepp zum Beispiel, ein Totalausfall. Matthias Sammer wollte das nicht mehr länger mit ansehen und reagierte ein paar Minuten später. Alexander Chlepp musste runter, für ihn kam dann Heiko Gerber. Neville mit der Ecke, Fukal, alles noch im Gladbacher Sinne. Sie haben es gesehen, Bochum gravierend gepatzt, sie selber 2-0 vorne. Und alles im Borussenpark verwandelte sich langsam. 10 Minuten vor Schluss, Standing Ovations. Und sie wollten den abstiegsgestressten Fans auch weiterhin was bieten. Der eingewechselte Van Hout. Und das Publikum verzieh auch solch vergebene Chancen, weil die Art und Weise, wie das alles rausgespielt wurde, doch teilweise schon klasse war. Das hatte natürlich auch einen Grund, denn Horst Köppel draußen auf der Bank mit seinem Glücksschlips, den trug er auch beim Sieg gegen die Bayern. Danach verschwand er im Schrank. Klar, dass er jetzt wieder rausgekramt wurde. Und es sah so aus, dass auch sein 3. Spiel ohne Niederlage enden würde. 4 Minuten noch. Thomas Broich. Ja, es gab viele starke Gladbacher, aber Thomas Broich neben Oliver Neville vielleicht der überragende Mann auf dem Platz. Und schon rein in die letzte Minute. Kein Aufbäumen beim VfB. Da kommt nochmal Fukal. Es klingt ein bisschen komisch, aber dann hatte es der VfB Stuttgart endlich überstanden. Horst Köppel, der Glücksgriff für die Gladbacher, und Matthias Sammer verlässt entsetzt den Borussenpark. Wer glaubt denn bitte schön noch, dass Horst Köppel eine Übergangslösung ist? Er steht da ein bisschen schüchtern, gerührt. Aber eines ist klar, ganz Gladbach liebt Horst Köppel und er liebt die Borussia. Und wer traut sich schon innig Liebende zu trennen? Die Schalker mit Lincoln, überragend. Bobby Jaschwili zurück auf Lincoln und das Aluminium klärt für Leverkusen. Gleich geht's weiter mit Bundesliga pur und Friedestein, Reifen mit Design.
zwei ganz wichtige Änderungen bei den zuletzt kriselnden Schalkern. Christopher Heimroth ersetzte den verletzten Frank Rost im Tor und völlig überraschend, Ailton schmorte 90 Minuten auf der Bank. Das die Reaktion von Trainer Ralf Rangnick auf zuletzt 4 Niederlagen in 5 Spielen. Aber Schalke zu Beginn besser. Viertelstunde rum, Kopfball von Bordon. Das war eins der Probleme der letzten Wochen. Zu selten aufgrund von Verletzungen und Sperren spielten Bordon und Krstajic in der Innenverteidigung. So langsam entwickelte sich die Partie. Leverkusen hat seit 1997 in Schalke nicht mehr verloren. Auch sie zunächst nach einem Freistoß mit der ersten Möglichkeit. Das ist Paul Freier, hat viel Platz und die nutzt er. 0:1 in der 23. Paul Freier. Tore fallen, wenn einer etwas richtig gut macht, wie Paul Freier, und ein anderer, Mladen Krstajic, ganz übel aussieht. Ganz schlechtes Stellungsverhalten von Mladen Krstajic. Lässt sich das spielend leicht eindrehen. Geht das etwa schon wieder los? 0:1. Was ist bloß mit Schalke los? Und Leverkusen spielerisch nach dieser Führung eindeutig besser. Berbatov. Wieder Krstajic, zu weit weg, zu unentschlossen. Berbatov, was macht er denn da? Überraschendes Ding von Berbatov, aber Christopher Heimroth auf dem Posten, denn der hätte gepasst, der wäre drin gewesen. Das wäre beinahe das 0:2 gewesen. Halbe Stunde, knapp gespielt. Schalke fing sich meist über die Standards. Da holten sie sich ihre Sicherheit. Zurück. Foulspiel von Schneider. Klare Sache, gelbe Karte, seine 5. Er fehlt damit nächste Woche. Kam zu spät gegen Levan Kobiaschwili. Exzellente Freistoßposition. Und da haben sie ja den Scharfschützen der Bundesliga. Lincoln, der passt. Der Ausgleich, 1:1. Und wohin führt der lange Weg des Lincoln? Zum Landsmann Ailton. Er hat den Bankdrücker nicht vergessen. Jörg Butt sah da nicht gut aus, macht den Schritt in die Mitte und dann geht das Ding in seine Ecke. Lincoln hatte ihn erladen. Und nur 8 Minuten später liegt der Ball fast auf demselben Punkt. Wieder Lincoln. Und wieder ist er drin. Andere Ecke, selber Erfolg. Schalke, nein, Lincoln hatte die Geschichte gedreht. Schalke führt mit 2:1. Ganz wichtig im Hinblick auf Platz 2, die direkte Qualifikation zur Champions League. Butt diesmal chancenlos. In der Mauer waren sie nicht alle hochgesprungen. Es war bereits der 8. direkte Freistoß, den Lincoln in dieser Saison verwandelte. Und jetzt wieder das alte Schalke sichtbar. Das Schalke, das man bis Spieltag 25 so bewundern durfte. Ganz aggressiv, Asamoah, Sand, zurück zu Asamoah. Und der wieder zurück zu Ebbe Sand. Besser geht's kaum. 3:1, kurz vor der Pause. Die Sache schien entschieden. Schalke ganz stark in der Viertelstunde vor dem Seitenwechsel. Toll die Balleroberung von Asamoah und das Zusammenspiel von Ebbe Sand. Asamoah und wieder Ebbe Sand. Es sah gut aus für Schalke. Die Angestellten in Königsblau, die Angestellten vom Paten aus Gelsenkirchen, hatten ihren Job bislang exzellent gemacht. Rudi Assauer wurde 61 Jahre alt. Aber noch waren ja 45 Minuten zu spielen. Und Leverkusen wurde wieder stärker. Babic für den schwachen Castro eingewechselt. Babic auf Voronin. Die Flanke auf Verdacht geschlagen und die ist gut. Nur noch 3:2. 56. Minute für Dimitar Berbatov. Schon Saisontor Nummer 15. Rodriguez hatte unglücklich abgefälscht. Auch im 4. Bundesliga-Einsatz seiner Karriere mindestens 2 Gegentore für Christopher Heimroth. Aber die Abwehr hatte gepennt. Krstajic kam zu spät mit der Hilfe der Außen gegen Voronin und Berbatov. Völlig frei, direkt vorm Schalker Kasten. Es wurde eng, es wurde kribbelig.
Und wie nervös war der FC Schalke 04. Zunächst spielten sie munter weiter über Lincoln. Mit Abstand der beste Mann auf dem Platz, Kobiaschwili. Hacke, zurück auf Lincoln. Pech. Nur 2 Minuten nach dem Anschlusstreffer wäre das natürlich die Beruhigung für die Schalker gewesen. Lincoln spielte ganz groß auf. In dieser Phase eine klasse Partie. Beide Mannschaften mit irrem Tempo, mit wilder Entschlossenheit vor dem gegnerischen Tor. Voronin, Ramelow, wie gefühlvoll macht er das? Viele trauen ihm das nicht zu und Voronin mit dem Ausgleich. 8 Minuten nach dem 3:2, nun das 3:3, ein klasse Spiel. Andrei Voronin. Auch er legt sich das Ding sozusagen selber vor, dann Ramelow super zurück zu Andrei Voronin. Keine Chance für Heimeroth. Und Jörg Butt auf einem guten Weg. Zum 8. Mal spielte er auf Schalke. Weder mit dem HSV noch mit Leverkusen hat er bislang auf Schalke verloren. Nur 2 Minuten nach dem Ausgleich. Sand gegen Rocke Junior und Michael Weiner zieht die rote Karte. Proteste der Leverkusener. Und diese Proteste waren völlig zu Recht. Das war nicht feldverweiswürdig. Rocke Junior zwar der letzte Mann, aber das ist nicht entscheidend. Das hier keine hundertprozentige Torchance, die er vereitelte. Ebbe Sand hatte ja noch nicht mal den Ball unter Kontrolle. Der anschließende Freistoß. Wer wird's machen? Lincoln steht bereit. Einer läuft rüber. 2, 3. Natürlich macht es Lincoln. Diesmal nicht ganz so gut wie in der ersten Hälfte. Seltsam, seltsam. Mit der Überzahl konnten die Schalker längst nicht so viel anfangen. Längst nicht so viel Torchancen wie bei 11 gegen 11. Lincoln. 88. Minute ist das schon. 25 Minuten spielte Schalke in Überzahl. Ganze 2 Torschüsse hatten sie bislang produziert. Die 90. Minute. Geht da noch was? 3 Punkte wären so wichtig für Rang 2. Schön gemacht von Kristajic. Das ist Kobiaschwili und Hanke eingewechselt. Wer stolpert den? Die letzte ganz dicke Chance für Schalke auf den Sieg. Leverkusen bleibt der Angstgegner. Seit 8 Jahren ungeschlagen auf der Arena. Schalke kommt über ein 3:3 nicht hinaus. Und das heißt, Bayern kann mit einem Sieg in Kaiserslautern Meister werden. Schon wieder die Bayern, Se Roberto Pizarro, erneut Dusel für den FCK. Nicht kann, darf Rensing. Das war auch gestern in Kaiserslautern so, aber mal ganz ehrlich, Personalien nicht ganz so wichtig. Denn ganz Bayern warf sich in Schale und konnte nach Schalkes Remis alles klar machen. Und von Abpfiff an die Bayern Herr in der Fremde. Konzentriert, engagiert, mit einem aufgedrehten Michael Ballack. Da ist er. Sein Sprint über den halben Platz und der Abschluss dann auch noch ein satter Rechtsschuss. Von Auswärtsspiel hatte das alles ziemlich wenig im Stile einer souveränen Heimmannschaft, die Bayern schon in der Anfangsphase. Ecke Se Roberto. Beim Warten auf den Ball kein Unterschied zwischen beiden Mannschaften zu sehen, aber wehe, der Ball war unterwegs. Se Roberto nochmal. Pizarro, 11. Minute. So souverän die Bayern auch vorne sind, er hat ein kleines privates Schicksal, wartet immer noch aufs erste Auswärtstor. Traf zum 3. Mal Aluminium, aber da war auch Marco Engelhardt noch mit dran. Es änderte aber nichts an der Überlegenheit der Bayern. Pizarro. Makai Ballack. Und das überraschte niemanden mehr. Michael Ballack, 19. Minute, 1:0. Und das war der erste Schritt Richtung Party. Lautern da wie stumme Gratulanten schauten Makai bei der feinen Vorbereitung zu. Ja, und Ballack im Stile eines Mittelstürmers toll aus der Drehung.
16.39 Uhr Pfälzer Ortszeit. Sie strahlten und das sollte nicht mehr vergehen, denn die Nachricht aus Schalke. S04 lag hinten. Zu diesem Zeitpunkt die Bayern also Meister. Ein flüchtiger Blick, sicherlich auch der Spieler auf die Anzeigentafel, aber dann ging es wieder volle Pulle. Frings, Ernst in die Mitte, Engelhardt schlampig, dann kommt Owen Hargreaves. Aus so einer Position traf er in Hannover in den Winkel. Willy Sagnol mit Platz, mit Zeit, mit Ruhe. Römerkai, war das einfach. Die einstige Hölle Betze, mittlerweile ein Himmelbett für Bayern. 2:0 und es gab Zeiten, da sind die Bayern mit viel Respekt nach Lautern gefahren. Diese Zeiten längst vorbei. Grad, Sommer, Sonne, Tore, ganz entspanntes Arbeiten für den FC Bayern. Ja, für den so gut wie Meister. Und sie wollen ein bisschen lautern, bitteschön. Ein Freistoß und selbst der endet hilflos. Kosowski, Lauterns letztes Heimtor gegen die Bayern gab es im vorigen Jahrtausend. Ja, 99 schaffte es Riedel und sie hatten keine Chance gegen diese Statistik. Zur Halbzeit die Bayern souverän vorne, aber noch nicht Meister, denn auch Schalke führte zu diesem Zeitpunkt gegen Leverkusen. Aber trotzdem hatten sie weiter richtig Bock und Laune auf guten Fußball. Ballack mit genialem Pass auf Römerkai, sein 7. Bundesliga-Doppelpack. Längst Meisterfestlaune bei über 5000 Bayern-Fans. Lautern kann nur froh sein, die nötigen Punkte früh geholt zu haben. Die Leistung gestern teilweise Bundesliga untauglich. Das galt für alle, hier speziell für Ingo Hertzsch und Thomas Ernst. Aber schon vor diesem Treffer hat das Schaulaufen der Bayern begonnen. Und die Pfälzer, die mussten schon alles geben, um überhaupt mal vors Tor der Bayern zu kommen. Blank, Riedel. Ja, wie gesagt, vor 6 Jahren schoss er den letzten Treffer hier auf dem Betze gegen die Bayern. Aber wichtig war das. Voronin schaffte für Leverkusen den Ausgleich. Magath macht noch ein bisschen auf Ernst, aber um ihn herum wird gestrahlt. Co-Trainer Seppo Eichkorn mit meisterhaften Grinsen. Auch Uli Hoeneß, in seinem Kopf wird wahrscheinlich schon die Meisterfeier durchgegangen. Und dann sehen wir die lustigste Aerobic-Truppe der Liga. Alle freuten sich im Voraus. Aber noch waren ein paar Minütchen zu spielen. Engelhardt, mal wieder nichts für Lautern. Und dann zuckt es wieder bei Michael Ballack. Und Makai locker leicht auf dem Weg zu seinem 3. 4:0 Bayern, 3 Tore. Römerkai, eines auch noch aufgelegt. Hier wunderbar auf die Reise geschickt von Michael Ballack. Der Rest für einen wie Makai reine Formsache. Soll er da nochmal sagen, Ballack kann den tödlichen Pass nicht spielen. Hier macht er das vorzüglich. 0:4, das war der Endstand. Aber die Bayern auf dem Betze ein bisschen früher fertig als die Schalker. Dort stand es ja noch 3:3. Ganz entspannt Felix Magath neben Pressesprecher Hörwig. Zu 99,9% waren sie ja schon Meister, warteten jetzt auf dieses letzte Zehntel. Sie konnten sich freuen über einen Gala-Auftritt auf dem Betze. Titel Nummer 19, reine Formsache. Und dann war er amtlich. 1983 wurde Felix Magath mit dem HSV als Spielermeister. 22 Jahre später schafft er es als Coach. Und das schafften vor ihm nur 3 andere. Es war eine Saison, die nicht optimal begann, als man sich erst einmal kennenlernen musste. Doch es gab das große Happy End. Und was fehlt jetzt noch zum allerersten Titel? Klar, die obligatorische Weißbierdusche. Erst war es Mehmet Scholl, dann kam auch noch Michael Ballack. Und spätestens jetzt, getauft, war Felix Magath ein waschechter Bayer.
Rein optisch gab es keinen Unterschied zwischen der ersten oder der 19. Meisterschaft. Weißbier Laola auf allerhöchstem Niveau. Und noch vor ein paar Wochen sah alles nach einem spannenden, nach einem Herzschlagfinale aus. Und jetzt, erst viermal in der Bundesliga-Geschichte, stand der Meister so früh fest. Und alle sind sich einig, er heißt verdient FC Bayern München. Die echte Schale gibt es dann am vorletzten Spieltag beim Heimspiel gegen Nürnberg. Aber schon jetzt muss die zerknirschte Konkurrenz wieder einmal sagen, Glückwunsch FC Bayern. Finanz- und Vermögensplanung. Deutsche Bank. Leistung aus Leidenschaft. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern. Die Münchner sind schon am 31. Spieltag vorzeitig deutscher Meister. Spannend noch das Rennen um die internationalen Plätze. Darum streiten sich Schalke, Stuttgart, Bremen, Hertha, Leverkusen und der Hamburger SV. Spannend noch der Abstiegskampf. Nürnberg, Gladbach, Bochum und Rostock machen wohl die letzten beiden Absteiger unter sich aus. Freiburg steht schon als Absteiger fest. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei unserem Gewinnspiel.